Okay, mit einem Wert von 15. Okay, Premium-Karte wegwerfen. So. Möchte ich die Story direkt fortsetzen? Ja, ich kann die Story schon direkt fortsetzen. Hab ich ja nicht. Wow. Nett von ihm zu warten, bis wir ihn eingeholt haben. Er wartet nicht. Regel Nummer 3. Besagt doch, dass es erlaubt ist, den Gegner auf den Kurs zu behindern. Er möchte seine Chance verbessern. Steckt sie ruhig wieder zurück. Ich bin nicht auf einen Kampf mit euch aus. Also lauft weiter. Siehst du? Er wollte nur etwas. Er wollte nur, dass wir aufholen. Jetzt haben wir ihn aufgeholt. Nehmen wir sein Angebot an und laufen weiter. Stimmt, warum eigentlich nicht? Bist du ganz sicher? Ich bin nicht wegen des Turniers hier, sondern wegen Herkules. Also verliert er mehr als nur den Wettbewerb. Heißt das? Na, warum? Was hat er dir denn angetan? Mir geht's ums Geschäft. Also halte dich da raus. Und gewinn das Turnier. Weißt du, was du da tust? Regel Nummer 3. Es ist erlaubt, den Gegner auf dem Kurs zu behindern. Ist nicht der einzige, der Herkules besiegen möchte. Großer Fehler. Okay. Haben wir so viele Heilzauber. Ja, auf zum Ausweichen. Stecke ich schon langsam in der Klemme. Oder auch nicht. Und wir halten scheinbar eine Potion. Okay. Oder vielleicht bei 140.
Ich bräuchte schon noch ein paar KP. Ja, ich gehe mal wieder auf KP. Brauche jetzt sowieso die Punkte. Oh, es klaut hin. Er läuft auf das Ziel zu. Wir müssen ihm nach. Ja. Okay. Schluss zur Wahrheit. Nein. Das müsste ja eigentlich die herzlose Karte sein. Auch interessant, dass hier die erstmal gespawnt sind. Gegen den Gegner bringen wir das so nichts. Sind halt wirklich nur gespawnt. Ja, hier haben wir die goldene Tür. Kann ich ja auch noch nicht aktivieren. Ich glaube, der Schluss. Ich glaube, es war ein Fehler, dass ich hier die Karte aktiviert habe. Klar, dass du mal den Züge hältst. Ja, schon langsam verstehe ich, wie der Wald funktioniert. Beziehungsweise wann er heilt und wann nicht. Bin ich gerade? Bin ich hier? Ich müsste dort hin. Genau, da komme ich nicht durch. Komm ich zu der Tür. Beziehungsweise zu dem Raum. Musste ich gerade nicht verstehen. Sind ja auch die Gegner neu gespawnt? Eigentlich nicht. Die ist auch nicht ganz wie so in den anderen Raum, als die Gegner neu gespawnt sind. Mal Simba, das Ganze müsste erledigt sein. Jetzt den Raum möchte ich eigentlich noch klären. Hier.
Ich nehme nicht, sollte noch Feuer mitnehmen. Nachdem wir das hier erhalten haben von Axel. Und wir jetzt wieder ein paar Punkte zur Verfügung haben. Machen wir mal so und dann sortiere ich das Deck hier. Viel zu viel. Ich hätte die drei hier rausmachen sollen. Okay. Ja. So rum. Habe ich zwar noch mal weniger Karten im Deck. Endlich passt schon so. Beziehungsweise ich könnte noch eine 1 hier mitnehmen. Ich brauche vielleicht kein 3x Vita. Die ja schon sehr teuer ist. Machen wir so. Und dann könnte ich sogar noch eine Karte mitnehmen. Die sind fast gleich teuer. Simba ist auch sehr teuer. Schon so passen. Sind hier noch Gegner? Nee, passt. Also stimmt, ich wollte ja noch Raumhilfe. Oder? Nee. Muss ich noch mal die Weltenkarten da. Raumkarten, so rum. Weil ich habe noch sehr viele friedliche Schätze. Also ich kann noch vielleicht ein, zwei aufmachen. Vielleicht nicht von der Seite. Glaube ich, keinen wirklichen Unterschied, außer dass es teurer ist, oder? Ja, ich glaube, es ist teurer. Dann könnte ich die 3 hier rauswerfen. Ja, war schon so. Wie gesagt, theoretisch
könnten wir uns auch die Kombos holen. Da würde sich Heros oder halt die anderen Schlüsselschwerter, die man noch halten kann, ein bisschen mehr auszahlen. Aber so zahlt sich es gerade nicht so wirklich aus. Du hast verloren. Gib auf, Cloud. Ist ja noch nicht fertig. Ich kann nicht für deine Sicherheit garantieren, wenn wir es so weitermachen. Sag dich um dich selbst. Ich habe den Eindruck, dass du langsam müde wirst. Keine Sorge. Ich helfe dir. Sora? Hol dir so viel Unterstützung, wie du willst. Ich mach dich fertig und hol mir meine Erinnerung wieder. Deine Erinnerung? Hey, Cloud. Wir wollen doch nicht die Katze zerklassen. Hades, du? Du hast dich zu teuer gehandelt, Cloud. Du hast ihn nur müde gemacht. Das macht sich in deinen Leistungsbewertungen gar nicht gut. Mit anderen Worten, du, mein doppelhaariger Freund, bist gefeuert. Eine Erinnerung. Wir haben eine Abmachung. Hast du wirklich gedacht, du kriegst deine verlorenen Erinnerungen einfach so zurück? Wie naiv von dir. Du hast jetzt Sendepause. Diesmal kümmere ich mich selbst um Herkules. Hey! Regel Nummer 5. Es ist nie zu spät, in die Spiele einzusteigen. Alles. Du hast von Anfang an die Hände gesteckt. Cloud mag es nicht gelungen sein, dich zu besiegen, aber er hat dich ausgelockt. Plan B tritt in Kraft. Pack zusammen, Herkules. Du hast gerade ein Beifahrt in die Unterwelt gewonnen. Ich zahle. Moment, du hältst Kopf. So, nein. Hey, Herkules. Wie könnten wir uns messen, wenn du ihn in der Unterwelt bist? Gute Frage, Kleiner. Aber die Antwort liegt nahe. Du begleitest ihn einfach. Regel Nummer 6. Es gibt keine Regeln. Okay. Okay. Nein. Zum Glück ist Hades nicht so stark.
Okay, die Heilung brauchte ich gerade wirklich. Okay, alles auch kein Problem, wie man sieht. Und natürlich bekomme ich eine harte Karte. Ja, man ein bisschen mehr Leben. Oder mehr Punkten. Wäre es halt einfacher. Ja, ich gebe nicht aufs Leben. Was? Die Spiele wurden abgebrochen? Wieso denn das? Ein 4 warten. Alles in der Schrift. Moment mal. Das waren 3. Ist alles ein Witz sein? Und das wird aus meinem Match gegen Herkules? Tut mir leid, Sora. Aber in dem Zustand, in dem ich bin, würdest du auf deinen Kosten kommen. Wirst du nicht auf deine Kosten kommen? Lass uns gegeneinander antreten, wenn ich wieder fit bin. Kannst du warten? Okay. Ich nehme dich beim Wort. Abgemacht. Oh, hier drüben. Er kam wieder zu sich. Alles okay. Ja. Tut mir leid, dass ich euch die Spiele versaut habe. Hey, hoffentlich findest du deine Erinnerungen wieder. Vergiss Hades Worte. Manchmal erinnert einen die kleinsten Sachen an das, was man ewig schon vergessen hat. Was eine wichtige Erinnerung ist, ist sie nie für immer weg. So sehe ich das jedenfalls. Hier, für dich. Weil du mir geholfen hast. Bist du sicher, dass du nicht lieber mit uns kommen willst? Tut mir leid. Aber ich bin nicht interessiert. Klaude halten. Okay. Als Gem die Karte Cloud halten. 4. Ja, ist okay. Ist eigentlich auch eine starke Klappkarte. Ich glaube, ich packe die jetzt wirklich wieder raus. Die ist jetzt mit Stufe 3, beziehungsweise mit einer Zahl von 3 ist die nicht so stark. Packe ich lieber noch ein paar Schlüsselschwerter rein, oder? Oder noch eine Heilung wieder. Ja, nee, ein paar Schlüsselschwerter. Das war eins zu viel. Kann man die schön sortieren. Jetzt sind wir fast wieder bei 20 Karten. War passt schon so. Mal schauen. Da werden wir hier oben vielleicht einen Speicherpunkt wieder. Ja, natürlich. Okay.